Ingo Schäfer, herzlichen Glückwunsch. Es sieht sehr danach aus, dass Sie der neue Bundestagsabgeordnete für Solingen, Remscheid und Wuppertal werden. Was sind gerade Ihre Gedanken? Ja, meine Gedanken sind, ich möchte mich recht herzlich bei meinen Unterstützern bedanken. Die ganze Partei, egal welcher Ortsverein, welche Arbeitsgruppen, welche Arbeitskreise, haben mit aller Macht dafür gearbeitet, dass wir endlich unseren Wahlkreis 103 wieder zum sozialdemokratischen Abgeordneten rübergezogen bekommen haben. Da gilt mir ein Riesendank für. Ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und Wählern, dass die mir das Vertrauen geschenkt haben. Und ich verspreche eins, dass ich mich als bergischer Abgeordneter für unsere Städte 3 kümmern werde und die Sorgen und Nöte von hier mit nach Berlin nehmen und versucht, die da zu regeln. Haben Sie es schon so ganz realisiert? Weil Sie wollten sich ja noch nicht freuen, bis dann um ziemlich genau 9 Uhr Jürgen Hart Ihnen gratuliert hat. Ja, das sind so die politischen Geflogenheiten. Da muss man schauen, wie die Ergebnisse sich entwickeln. Wir müssen schauen, wie viele Prozente letztendlich noch von Wahlkreisen offen sind. Und B ist natürlich auch zur politischen Geflogenheit, dass sich der für Amtsinhaber letztendlich dazu durchringen kann, dann auch die Gratulation auszusprechen. Das ist jetzt gerade geschehen und deswegen stehen wir jetzt auch hier und halten das Interview. Wie feiern Sie heute Abend? Wir gehen rüber zum AWO Proberaum Monkeys. Da warten jetzt hoffentlich viele Genossinnen und Genossen und werden da den Abend in Ruhe und bedächtig feiern. Und ja, wir müssen ja morgen schon wieder zusehen, dass wir da die meisten arbeiten müssen und ich morgen Nachmittag spätestens nach Berlin muss. Am Dienstagvormittag ist die erste Fraktionssitzung? Dienstagvormittag ist hier um 9 Uhr die erste Fraktionssitzung in Berlin und dann habe ich auch die Taktung in Berlin schon bis Freitagnachmittag.